Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur ersten Rauhnachtslegung für die erste Rauhnacht, den Januar 2024, bei mir bei eurer Crazy Owl. Wie immer, bedenkt, es ist eine allgemeine Legung, schaut einfach, ob Resonanz besteht oder nicht und guckt die Legung immer in eurer eigenen Verantwortung. Wilma ist natürlich auch am Start und wir legen direkt los und gucken mal, welche Energien im Januar so im Feld sind. So. Wir haben schon mal die Kraft. Jetzt schauen wir mal, was das Lenormand hier gleich noch dazu ergänzt. Und dann gehe ich für euch in die Deutung. Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche mehr Platz, wie immer. Das waren jetzt mehr als geplant, aber dann nehmen wir sie eben. Okay, so. Wir haben als erste Karte die Kraft liegen. Wer meine Legungen kennt und die Halbjahreslegungen gesehen hat, ihr wisst schon mal, dass die Kraft ja auch die Energie ist, welche dieses Jahr begleitet. Und in diesem Tarotdeck ist aber die Kraft die Karte 11 und die Gerechtigkeit wäre die Karte 8. Es geht also definitiv mit der Elf auch um eine Meisterschaft. Die Meisterschaft, wofür ihr eure Kraft einsetzen wollt. Das ist die Energie, die euch für die erste Rauhnacht begleitet, also das heißt für den Januar nächsten Jahres. Und hier geht es wirklich um eine siegreiche Heimkehr mit der verdeckten Energie der sechs Stäbe. Und auch mit dem Rad des Schicksals, darunter noch als verdeckte Energie. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch vielleicht wirklich auch das Thema vielleicht haben, okay, Heimat, in sich finden, vielleicht auch familiäre Themen, die hier die aktuell noch kräfteraubend für euch sind und wo ihr hier vielleicht auch wirklich eure Kraft investieren möchtet, um hier eine positive Veränderung herbeizuführen. Ja, dass man wirklich sagt, okay, was gibt es hier zu tun? Und ich sehe hier schon, dass wir, wenn wir mal die Spiegelungen anschauen, wir haben hier euch die Dame liegen. Ja, ich muss nur leider ein Bikini basteln. Und das spiegelt auf das Kind. Also entweder geht es hier wirklich um eine Verbindung zu einem Kind oder es geht darum, dass ihr euch im Januar wirklich damit befasst, welche Neuanfänge wollt ihr angehen. Und interessanterweise, ich muss das mal kurz so rumlegen, so. Interessanterweise haben wir als verdeckte Energien hier den Herrn. Also es gibt wahrscheinlich bei euch schon ein Gegenüber, ja, wo vielleicht in dieser Verbindung ein Neuanfang ansteht. Oder in dieser Verbindung geht es vielleicht auch um ein Kind. Ja, denn es gibt hier so mit den Mäusen und der Spiegelung auf den Würfel, gibt es hier schon etwas, was so ein bisschen an euch nagt. Vielleicht fehlt euch auch die Leichtigkeit, vielleicht fehlt euch so diese spielerische Energie in dieser Verbindung, weil hier gewisse Themen noch eben an euch oder an eurer Verbindung oder auch nur an dir hier nagen und eben auch vielleicht die Kräfte ein bisschen rauben. Und hier wirst du tendenziell wirklich im Januar befasst sein, dass du dir wirklich anschaust, okay, wie will ich hier vorgehen? Was sagt denn meine Seele, welchen Weg ich wählen will? Und mir kommt hier vielleicht so ein bisschen ein Entweder-Oder durch, ja, und vielleicht ist es auch so,
weil wir hier diese Kraft und die Gerechtigkeit eben auch im Spiel haben, dass hier deine Entscheidung auch sein kann, dass du aus seelischer Perspektive eben dieses Schwarz-Weiß verlässt, ne? Also diese Energie von wegen, ich muss hier eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen, vielleicht ist es das gar nicht. Sondern die Kunst ist zu erkennen, dass es ein Sowohl als auch gibt. Und das könnte für dich der Schlüssel zum Glück sein, denn hier öffnet sich eine ganz neue Tür. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass hier eine Trennung liegt, sondern dass vielleicht dir in diesem Zeitraum Januar für dieses Thema, um das es da bei dir gehen mag, dass sich da noch eine weitere Möglichkeit eröffnet, die du mit einem Entweder-Oder, ja, schwarz-weiß, gar nicht sehen kannst. Aber der Schlüssel öffnet hier noch eine weitere Tür, wo ein Erblühen möglich ist. Und das ist vielleicht die Energie, um die es hier geht, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt, als nur die Optionen, die du vielleicht zu Beginn dieses Monats Januars wahrnehmen kannst. So, welche Rune begleitet denn den Januar? Die erste Rauhnacht. Da habe ich sie, ja, die Perthro. Das ist die Schicksalsrune. Die Perthro ruft dich auf, dich deinem Schicksal zu stellen. Die Perthro ist auch das Becken. Ja? Also hier kann eine Geburt anstehen für dich, wo sich alles neu anfühlt, ja, und das sagt ja auch das Kind, also hier ist schon so eine Neuanfangsenergie im Feld und natürlich ist man da auch nervlich vielleicht mit den Mäusen so ein bisschen angespannt, ja, wird das alles gut gehen, passt das alles, aber die Perthro sagt auch, hey, ich bin der Würfelbecher und wir haben hier die Würfel und wenn du dich entscheidest, na, dass die Würfel fallen, dann vertraue darauf, dass du dich diesem Schicksal stellen kannst und dass du dieses Schicksal auch erfolgreich meistern kannst. Ja, das war eure Rauhnachtsbotschaft für die erste Rauhnacht und ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Habt eine schöne Rauhnacht, wie auch immer ihr die begeht. Für euch in eurer Stimmigkeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.